Hallo, hier ist Elke von Paula. David Bowie? Ist das gut? Ja. Ich finde, es gibt viel zu viele schöne Orte. Ich bin auch nicht Fan von irgendwie einer Band oder so, sondern es war schon immer so, es gibt so viele super tolle Orte. Ich könnte jetzt keinen irgendwie auswählen. I'm sorry. Ich bin ja totaler Pop-Fan. Und wirklich einer meiner Favorite Songs aus dem Bereich ist von Donna Lewis, I Will Always Love You Forever. Da muss ich echt fast heulen. So, ich hab's zugegeben. Vielleicht die Ärzte, aber ich mag die nicht wirklich. Also dann eher lachen, weil ich es irgendwie ein bisschen doof finde. Schöne Backstage-Räume, damit ich nicht mehr in solch einem sitzen muss und meinen halben Abend verbringen. So, nicht IKEA-Backstage-Räume, aber so etwas, ne, so etwas stilvollere. Also das geht so ein bisschen gegen meine Ästhetik. Ich glaube, ich fand, Flipper fand ich auch ganz toll. Das ist doch cool, als ich Kind war. Und die rote Zora, das fand ich geil. Und Pantau, siehst du, jetzt kommt's nämlich langsam alles. Diese ganzen tollen tschechischen Kinderfilme, Pantau und die Augsburger Puppenkiste. So. Ich kann nicht besonders gut handwerkern, weil ich eher so zwei linke Hände habe. Also ich kann singen und Musik machen und Songs schreiben, aber so, ja, alles, womit man so, wozu man seine Hände braucht, das kann ich nicht wirklich gut. Ja. Fällt auf. Ich kann super kochen. Das ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Guter Anfang. Sicher noch mehr, aber müsste ich jetzt auch noch 2, 3 Minuten überlegen. Vielleicht fällt mir was ein, das kann ich dann hinterher schieben. Heimlich. Ich bin ja auch, hab hier gerade in der Popcorn auch ein Plakat von Johnny Depp gesehen. Den finde ich ja ganz groß. Aber ich bin auch ganz, ganz großer Jude Law Fan. So einer, mit einer der schönsten Männer für mich. Und auch großartiger Schauspieler. Aber heimlich verliebt. Ich bin aus dem Alter raus. Also ich bin dann eher so bekennender Fan von vielen gut aussehenden Männern. Aber ich bin ja keine 16 und heimlich verliebt und kann nicht mehr schlafen. Das habe ich da gerade auch gelesen. Aber es gibt natürlich viele tolle, schöne Männer, die ja, die ich auch sehr bewundere. Größte Idole. Nee, habe ich nicht. Ich bin nicht so ein Festivalgänger. Super, ne? Lauter super beantwortete Fragen. Ich denke mal, dass das Meld dazu gehört. Was sonst? Zu viel nachzudenken. Über zu unwichtige Dinge. Definitiv. Vor Dunkelheit. Leider. Ist nicht mehr so schlimm, aber schlimm genug. Ja, wer wohl? Der gute Herr Hitler zum Beispiel. Ja. Die coolste lebende Persönlichkeit. Gibt ja auch einige auf diesem Planeten, ne? Für mich gehört David Bowie auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne dazu. Den würde ich mal nennen, aber ey, pff, so viele tolle, coole Menschen. Aber ich lasse den stehen. Auf den Sommer. Und auf, auch aufs Musik machen, ist ja alles so ein bisschen persönlich. Und dass aber auch da draußen in der Welt irgendwie alles weiterhin gut verläuft, dass wir irgendwie in Frieden zusammen weiterleben können auf diesem Erdball. Den Morgen mag ich eigentlich ganz gerne, obwohl ich nicht so gerne früh aufstehe, aber ich glaube eher, es ist eher der Abend. Der Abend ist mir doch, ja, den mag ich sehr. Den nutze ich dann natürlich auch. Ich gehe auch nicht um 9 schlafen oder so. Ja, der Abend, ja.
weil man da auch schön mit Freunden rumhängen kann und in Bars Alkohol konsumieren oder auf Konzerte gehen oder viele ähnlich schöne Dinge ins Kino. Oder arbeiten. Auf der Bühne stehen. Singen.